Tschüss. Und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Folge der FC PAX United Trainerkarriere in FIFA 22. Hört sich für mich immer noch komisch an. Ihr hattet viele Kommentare geschrieben. Ihr habt es gefeiert, dass ich hier einen eigenen Verein mache, der FC PAX United, und dass wir in die erste Liga aufsteigen wollen. Wir starten hier natürlich in Liga 3 und wir haben heute die ersten Ligaspiele vor der Brust. Nämlich einmal gegen Zwickau, das ist das erste Spiel, und dann gegen Waldhof Mannheim. Ich werde beide Spiele spielen und ja, das erste gegen Zwickau werde ich simulieren und gegen Mannheim werde ich spielen. Und ich bin mal gespannt. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Transfers tätigen, weil da wart ihr auch sehr, sehr aktiv in den Kommentaren. Die Kommentare, die am meisten gefragt waren, waren einmal Luca Netz, was ich natürlich sehr begrüßen würde als Ex-Hertaner. Luca Netz, ich weiß aber nicht, wie teuer der ist und wie viel. Wir haben halt nur 10 Millionen und ich würde mir gerne zwei Spieler holen. So, vom Ding her. Und was ich auch sehr, sehr fühle, und den hatten wir uns, gestern gab es die erste Folge von der Trainerkarriere mit dem BVB. Also ich habe auch eine BVB-Trainerkarriere in FIFA 22 gestartet. Den hatte ich mir da auch schon geholt. Karim Adeyemi. Den kann ich mir auch richtig gut vorstellen in unserem Verein. Aber erstmal gehen wir rein in ein paar Trainingseinheiten, weil ich habe bei weiß Gott noch nicht alle Einheiten hier durch. Und das heißt, ja, wir müssen halt ein paar machen, sodass wir die Note A bekommen. Und ich möchte bei jeder Übung eigentlich Note A, sodass wir halt immer die beste Bissigkeit aus unseren Spielern herausbekommen. Und umso mehr Bissigkeit, desto besser spielen sie. Und umso besser sie spielen, desto mehr Punkte und alles so drum und dran. Erste Übung, Note A, es läuft perfekt. Zweite Übung, auch Note A. So kann es weitergehen. Schüsse von außerhalb des Strafraums ist die letzte Übung. Dann schauen wir mal, wie wir uns hier anstellen mit unserem Fuenza. Fuenza Mensa. Ach, muss ich von da aus, muss ich schießen? Das Check, ja, ja moin. Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Guter Start, ja, ein guter Start sieht anders aus. Ich wieder in, mit den strengen Augen da oben. Ihr seht mich da. Ja, da fange ich auch mal an zu jubeln im Training. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Jawolski. Und geh vorbei. Und jawohl, nochmal getroffen. Immer ein paar extra Pünktchen mitnehmen hier. Immer ein paar extra Pünktchen mitnehmen. Wichtig. Und wir haben Note A schon wieder. Wir haben schon wieder die Note A. Und jetzt ist ein Keeper noch drin. Ja, da kann man nochmal den Ball rüberballern. Wir haben eh schon Note A. Und Meier. Keeper hält. Nochmal ein bisschen Torwarttraining gemacht. Kappa Klaus Nikolaus. Und alles Note A. So soll es sein. Oh, der FC Bayern München holt sich Lukas Klostermann. Heftig, Mann. Okay, die nächsten Übungen, was haben wir hier schon gemacht? Ne, die haben wir auch noch nicht gemacht. Okay, dann spielen wir die nächsten Übungen hier mal. Auch hier, erste Übung, Note A. Und jetzt haben wir eine Weitschussübung, okay? Ach, da kommt der Ball in die Mitte, okay. Verstehe ich. Und die Ziele am besten natürlich dann dabei erwischen. Ja, und nicht den Keeper anschießen. Nicht den Keeper anschießen, Bergmann an die Latte. Hallo? Hallo, okay, da müssen wir, ich glaube, das wird die erste Übung, wo wir jetzt nicht direkt Note A schaffen werden. Es sei denn, ich treffe jetzt hier dreimal hintereinander perfekt das Ziel. Oh, getroffen. Ah, Richter im Tor. Letzter Schuss. Der ist nochmal drin, aber das wäre bloß Note C. Okay, müssen wir nochmal machen. Gut, also ich habe jetzt nicht überall Note A. Bei der Weitschussübung habe ich leider nur die Note B geschafft. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Übung hasse ich hier. Ja, perfekter erster Pass. Also ich glaube, hier werde ich niemals werde ich hier Note A irgendwie bekommen. Wenn ich hier Note B bekomme, wäre es schon heftig. Komm, mach ihn. Richtig? Werner. Flanke kommt. Und Abschluss sitzt auch. Das sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus, was wir hier spielen. Also wir nähern uns dem ersten Spiel gegen Zwickau. Und wir haben noch gar kein Angebot abgegeben. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, ne? Das heißt, wir gucken mal,
Der Bericht ist da von Luka Netz und von Adeyemi. Luka Netz 2,9 Millionen und Adeyemi 4,5 Millionen. Wir könnten uns beide leisten. Luka Netz und Adeyemi. Ich denke, da sind wir ganz gut ausgestattet dann in Liga 3. Der, nein, kürzlich gekauft. Okay, Luka Netz können wir schon mal ganz schnell abschminken. Ich hoffe, dass wir... Dieser Spieler möchte nicht in eine Liga wechseln, deren Niveau nicht in seinen Fähigkeiten entspricht. Ja, moin. Unsere beiden Transfers, die wir tätigen wollten, sind ja in Luft aufgelöst. Joshua Zirkzee ist aber wahrscheinlich auch erst verliehen. Ja, ist verliehen. Müssen wir gar nicht erst anfragen. Meine Fresse, was ist das denn hier heute? Jeder Spieler, keiner möchte zu uns hier. Keiner möchte zum FC PAX United. Okay, wir holen uns Niklas Willi Wilson. Niklas Sommer. Rechtsverteidiger. Ist ja in der dritten Liga, also gegen unseren direkten Konkurrenten. Keine Ahnung, was der so kostet. Wir werden ihn erstmal beobachten. Das heißt, das erste Spiel werden wir ohne neuen Transfer reingehen müssen. Ja, und sollte es mit Niklas Sommer nicht klappen, ich möchte hier direkt noch jemanden beobachten. Weil ich möchte ein, zwei neue Spieler auf jeden Fall zum FC PAX United locken. Ludovit Reis, der Spieler, der mal beim HSV gespielt hat. Ludovit Reis, da ist er. Spielt immer noch beim HSV. Zeigt großes Potenzial. Wir beobachten ihn mal auch. Wir könnten uns ihn leisten. 7,6 Millionen ist die Freigabesumme. Und ich denke mal, 7,6 Millionen müssten wir dann nicht zahlen für ihn. Wenn der HSV ihn halt gehen lassen möchte. Auf der Torhüter-Position hattet ihr auch kommentiert. Lautaro Morales hat irgendwie ein Potenzial von 85. Ist aber schon ein bisschen teurer, ne, der Kollege. Wir werden ihn auch mal beobachten. Heieieiei. So, getimter Steilpass. Die nächste Übung. Zack. Was? Das war kein Abseits. Und geh. Falsche Tasteneingabe? Ach, ich muss eine hohe Flanke machen. Sag mir das doch jemand. Ja, jetzt ist zu spät, Mann. Ja, jetzt kann ich direkt neu starten. Ich habe wieder gefettfingert, beziehungsweise nicht richtig gelesen. Ich muss einen hohen Ball bringen. Annahme und Reiner. Und genau so und nicht anders. Weil dann kriegen wir hier auch Note A, denke ich mal, locker hin. Ja, aber so nicht. Zack. Nach außen. Und nach innen. Und ein Fall. Er probiert einfach einen Fallrückzieher. Geh vorbei und hau ihn rein. Was? Vorbei? Er schießt vorbei? Er schießt vorbei. Bei und... Oh, so schön. So schön und einfach kann Fußball sein. Kann ich jetzt auch so spielen? Ey, wieso kann ich denn nicht einen normalen Pass spielen? Leute, ich krieg Note A jetzt hier nicht hin. Also ich muss nochmal spielen. Ja, Note C. Nee. Das machen wir ganz easy nochmal. Nein, wieder letzter Versuch, weil ich wieder gefettfingert hatte. Lupfer. Ah! Wichtig, der letzte Abschluss, Alter. Der letzte Schuss war nochmal ganz, ganz wichtig für die 7500 Punkte. Jetzt haben wir überall Note A. Holy shit, Mann, Alter. Angebot für Richter. Wollten wir Richter... Ne, Richter wollten wir nicht verkaufen, ne? Nee. Muss ich jetzt nochmal nachgucken, weil ich kenne meine Spieler noch nicht ganz so gut. Ich habe den Verein erst übernommen. Nee, Richter ist unser Keeper hier. Und auf der Torhüter-Position wäre schon gut, ne? Vielleicht holen wir uns wirklich den Spieler. Aber jetzt gehen wir erstmal rein ins erste Spiel. Pressekonferenz mit PAX United. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Spiel. Und das Spiel werde ich simulieren. Ich mache das so, dass ich pro Folge drei Spiele mache.
Außer heute, da wir halt noch Transfers getätigt haben. Ansonsten halt in der Regel mache ich 3 Spiele und spiele mindestens ein Spiel selber. Wenn ich ein Spiel selber spiele, simuliere ich 2. Spiele ich 2 Spiele selber, simuliere ich dann halt noch 1. Aber pro Folge gibt es 3 Spiele. Dann kommen wir relativ schnell durch die Saison. Und hoffentlich auch relativ schnell in Liga 2 mit dem FC Packs United. Aufstellung lasse ich so und jetzt bin ich echt gespannt, Mann. Jetzt bin ich echt gespannt, wie wir uns hier anstellen. Im ersten Spiel gegen den FSV Zwickau. Däumchen gedrückt. Werner Baumann Dietrich. Let's go! Merkt euch diese Namen. Merkt euch diese Namen. Die ersten 3 Punkte. Katsching! So, wir werden jetzt unser erstes Spiel alleine spielen. Und Transfers habe ich immer noch nicht getätigt, weil wir immer noch nicht die Berichte bekommen haben. Und ohne Berichte lassen sich die Angebote relativ schwer abgeben. Obwohl ich jetzt eigentlich die Preise hier sehe. Wir könnten es probieren. Komm, wir probieren es mit Herrn Sommer. Nicht, er ist kürzlich gewechselt. Wir können uns Niklas Sommer nicht holen. Ludovic Reis, komm. Er möchte nicht wechseln. Ey, das kannst du nicht ausdenken. Morales. Morales möchte auch nicht wechseln. Leute, wir finden keine Spieler. Wir finden keine Spieler. Wir finden keine Spieler. Was ist das? Also da müsst ihr nochmal aktiv werden in den Kommentaren und nicht übertreiben mit irgendwelchen Spielern, die wir uns sowieso nicht leisten können, weil wir haben ja die Dingstränge. Also wir haben Verhandlungsgedönse haben wir streng gemacht und deswegen ist es wahrscheinlich, weil wir halt Liga 3 sind, können wir uns halt nur Spieler holen, die so auf unserem Niveau sind, so gefühlt, ne? Aber wie lange ist denn hier noch die Transferphase? Ach, wir haben noch den kompletten August. Okay, Leute, da haben wir noch lange Zeit. Aber ihr seid jetzt wirklich gefragt. Ihr seid gefragt in den Kommentaren. Mama mia. Das heißt, wir müssen unverändert reingehen gegen den SV Waldhof Mannheim. Gegen den Spieler, den wir uns holen wollten. Niklas Sommer. Mal gucken, ob er spielt. Büro, 3 Nachrichten. Da wollte ich nochmal kurz hin. Ja, die Berichte sind jetzt da, aber bringen mir alle nichts, die Berichte. Vielleicht fürs nächste Jahr, wenn wir 2. Liga spielen. Sommer spielt nicht. Und wieso? Ey, meine Fresse, ne? Ja, weil er erst vor kurzem gewechselt ist. Die PU-Arena. Gehen wir rein. Erstes Spiel gegen Waldhof Mannheim. Ultimativ. 5 Minuten. Ich hab Bock. Abfahrt. So haben wir unsere Trikots gemacht. Ja, okay. Dieses Grau finde ich dann doch nicht mehr ganz so geil auf den Trikots. Egal. Jetzt haben wir die Trikots so. Und damit gehen wir in Liga 1 rein. Alter, wer hat denn diese Trikot aus? Ich erkenne nicht mal, welche Spieler meine sind. Guckt euch das mal an. Ja, okay, obwohl, doch die weiße Hose halt, ne? Aber wer hat denn diese Auswahl gemacht hier? Mama mia. Unseren Namen muss ich sowieso noch lernen. Hofmann. Hofmann nach oben auf Baumann. Baumann zur Grundlinie in den Rückraum und 1-0. 4 Minuten sind gespielt. Was geht ab? 1-0. Der FC Packs United führt mit Werner. Mit Werner. Werner mit dem ersten Tor hier für uns. Schön zur Grundlinie mit Baumann in die Mitte. Und den macht er natürlich rein, der Werner, ne? Timo Werner hätte ihn vielleicht rübergehauen. Aber unser Werner macht ihn rein. Aufpassen, Jungs. Aufpassen dahinten. Aufpassen dahinten, Richter. Puh, muss auch direkt mal hin. Erster Angriff, Mannheim. König. König, schön nach vorne über Dietrich. Werner zeigt an, Werner zeigt an, Werner zeigt an, aber das war A, nicht so ein guter Laufweg und auch der Pass war halt eher eine Katastrophe. Das war schön gespielt. Akins, Schröder ist da. Schröder ist da und bereinigt. Und leitet somit auch den Konter ein, Fragezeichen, König. König. Müssen wir hinten rumspielen oder auch einfach mal den Ball verlieren. So geht's auch. Alter. Den habe ich drin gesehen und da war Herr WTF, da war noch jemand dran von uns. Es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke. Raus. Nein. Schlag den doch raus. Was machen die da? Schlag den raus. Junge. Wie lost war denn Mannheim da gerade? Schön bitte. Wie lost haben sie sich da angestellt? Also das muss eigentlich ein sicheres... Das musste eigentlich das 1-1 sein. Schön. Werner. Zieh. Nein, im letzten Augenblick. Ich wollte ein bisschen früher schießen. Das war mein Plan. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Egal. Wir führen 1-0. Und solange wir führen, ist alles in Ordnung.
Und zack, Hofmann. Komm, einfach mal aus der zweiten Reihe. Hofmann! Bring sie rein. Oh, König. Rauf da. Schön, Schröder. Schröder, bester Mann. Schröder, bester Mann. König. König, 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 König. Flanke in die Mitte. Er probiert einen Seitfallzieher. Hätten wir direkt das Tor des Monats gehabt. Ach, wenn nicht sogar das Tor des Jahres. Schön abgefangen. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Über Hofmann. Hofmann unten rechts läuft König mit. Das weiß ich jetzt schon. König ist unser rechter Flügelspieler. So. König, Flanke. Heidewitzka. Heidewitzka. Wenn der reingeht, du, ne? Aufpassen. Aufpassen. Raus da. Und jetzt links raus. Baumann. Baumann, der ist schon einmal richtig gut zur Grundlinie gegangen. Baumann, Flanke, genauso ein schöner. Was machen wir hier? Er packt einen Scorpion-Kick aus. Moin. Schön abgefangen von Schröder. Also 1-0 würde ich unterschreiben, sind 3 Punkte. Aber wir haben halt so viele Angriffe gehabt, wo wir eigentlich... Aber es war ja nicht so, dass wir komplett überlegen waren. Mannheim war ja auch so oft in unserem 16er und haben die Bälle einfach nicht reingehauen. Und Schröder passt wieder gut auf. Schröder gefällt mir da hinten rechts auch. König auch und Baumann über links auch. Und so langsam lerne ich auch die Namen. So langsam lerne ich auch die Namen. Werner natürlich vorne drin. Das kann man sich einfach merken. Nee. Wieder Ecke? War unser Keeper da wieder dran oder was ist denn das immer? Die ballern immer mit gefühlt 300 km übers Tor so. Also es sieht so aus. Es sieht so aus. Kein Elfmeter. Danke, danke, danke. Und jetzt kontern. Kontern über Hofmann. Und Werner geht da in der Mitte. Du musst auch mal... Schön. Schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es da noch so klappt. Und dann ist der Ball weg, weil er so ein bisschen da holpert. Was ist das für ein Rasen da? Ja, das ist unsere Packs and Night Arena. Okay, ich habe nichts gegen den Rasen gesagt. Bester Rasenkapper. Aufpassen, da aufpassen. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. 64. Minute. Costly. Ach, Mama Mia. Belastend. Belastend. Nee, bitte nicht, 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 bitte nicht. Wichtige Grätsche. Extremst wichtige Grätsche und der Ball geht denn ins Aus. Ich habe ganz normal 3 gedrückt und der Ball hat den ins Aus, Mann. Richter. Boah, Richter, danke, Mann. Alter. Den Rückstand hätte ich nicht verkraftet. Werner. 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 Werner, bitte mach ihn. Nein. Und in der Mitte steht keiner. In der Mitte steht keiner. Was für ein Spiel hier. Die letzten Minuten im Spiel. Und Mannheim kombiniert. Sprich, kriegen wir überhaupt noch mal eine Möglichkeit, ein Tor zu machen? Oder ist es Mannheim? Nein, bitte keine Ecke. Es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke. Ja, ich wechsle hier nochmal. Lorenz, keine Ahnung. Habe ich angeboten jetzt hier per R2-Taste. Deswegen mache ich es einfach. Deswegen mache ich es einfach. Nein! Raus! Raus! Raus mit der Kugel! Raus mit der Kugel! 90+1! Das kann nicht sein. Das kann's nicht sein. Das kann es nicht sein. Das war's. Sagiri. 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 Bricht uns das Genick. Traurig, aber wahr, wir müssen mit diesem Rückschlag klarkommen. Und jetzt seid ihr in der Reihe, kommentiert bitte mit Spielern, die wir uns holen können. 2 Spieler würde ich gern holen. Wir haben ungefähr 11 Millionen Euro zur Verfügung. Und dann war es das für die heutige Folge. In der nächsten Folge gibt es dann Freiburg 2, Chemnitz und Osnabrück. Genau, das war's mit der FC Packs United Trainerkarriere in FIFA 22. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wir könnten, stimmt, aus der Jugend, ne? Aus der Jugend würde es eigentlich auch Sinn machen, da Spieler zu holen. Guckt euch mal den an, Cordoba, Juan Carlos Cordoba, hat ein Potenzial von 93, mashallah. Aber, ich bin jetzt raus.
Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und Tschüssikowski!